Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich begrüße euch zum American Truck Simulator und heute mit einer Mod-Vorstellung. Und wir haben den Volvo VNL 670. Ja, jetzt fragt ihr der eine oder andere: Mensch, wo steht denn jetzt der Maximus hier mit dem Volvo-Firmenlogo dort hinten? Natürlich gibt es den Volvo so noch nicht. Das ist, wie gesagt, ein Mod. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie der so aussieht. Und ich muss wirklich sagen, guckt euch den an. Schönes Fahrzeug, muss ich wirklich sagen. Schön dargestellt. Auch von drinnen. Natürlich sind noch die km/h-Anzeigen, aber gelb hinterlegt. Seht ihr, dass auf jeden Fall die Meilen auch am Start sind. Ich mache mal an. Und wir haben die üblichen Sachen im Bordcomputer. Gallonen, wie viel Meilen etc. So, aus mit der Kiste. Und jetzt gehen wir einfach mal auf Händler. Und wenn ihr euch den Mod runterladet, dann seid ihr hier bei Volvo. Ja? Und zwar ganz normal bei der Werkstatt. Wir gehen mal hin bei Online. Und dauert ein bisschen, 183.000. Wir machen mal die üblichen Sachen, wie wir den LKW einstellen. Hier auch zum Anfang mit dieser Standardlackierung und mit dem großen Volvo-Logo. Ich habe ja mich für eine andere Sache entschieden, aber das sehen wir ja gleich. So, jetzt geht's rund. Kabine natürlich Standard, aber beim Fahrwerk können wir unterschiedliche Sachen auswählen. Und zwar ganz normales Fahrwerk. Dann kann man den LKW tiefer legen, wenn man es möchte. Oder noch tiefer. So wie es jeder mag, dann kann man auch die einzelnen Achsen, jetzt haben wir hoch und mit der hinteren Achse, dass die oben ist, die vordere Achse oder halt nochmal die hintere, aber tiefer gelegt. Ne? Ich mache mal Standard, lassen wir einfach mal so, gehen auf Motoren. Da haben wir die Auswahl von 380 PS bis hin zu 600 PS und ich denke mal, hier geht es noch weiter. Ja, ich könnte mir auch das online angucken oder alle Fahrzeuge und dann sehe ich, wie viel PS. Aber das könnt ihr ja selber machen. So, dann Getriebe gibt es auch verschiedene. Wir machen mal das teuerste, weil wir wollen ja mal sehen, wie hoch wir den Preis des LKWs ja, treiben können. Und selbst auch der Innenraum ist gestaltbar mit unterschiedlichen Sachen. Hier mit ja, braunen Ledersitzen, Lenkrad auch gegenüber dem Plastik. Ja, auch mit Leder und Holz. Dann für alle, die ein bisschen, ja, smarter rumfahren. Hier mit schwarzem Lenkrad und mit Stoff. Gefällt mir gar nicht. Noch mehr Holz. Oder die Variante mit schönen Ledersitzen. Und sieht aber aus wie Holzmaserung, ne? Ja, aber sieht eigentlich ganz okay aus, ne? Gut, gehen wir mal weiter. Wir werden die üblichen Farben, ich habe jetzt momentan die Farbe, nee, die Farbe ausgewählt. Und ihr könnt aber auch vom, ja, denjenigen, der die Mod hergestellt hat, diese Lackierung nehmen. Sieht eigentlich ganz cool aus, hier mit so einem Wikinger und eine Dame, die uns anlächelt. Ja, sieht doch gut aus. Gut, gehen wir weiter. Was können wir noch alles gestalten? Da sehen wir schon einige Punkte, ne? Fangen wir an mit den Reifen. Das ist natürlich noch ein Reifenmod, den ich drin habe. Und bei den Felgen sind die ganz normalen Standardsachen. Ja, da ist jetzt nichts Neues dazugekommen. So, ganz normal fangen wir an. Hier können wir noch ein paar Volvo-Logos oder Lampen. Seht ihr hier? Wir gehen mal komplett lang und hier haben wir jetzt alles. Licht am Start. Volvo-Logo. Hier noch ein Zusatzschloss sollte es sein. Könnte sein, ne? Und ja, und hier so ein Griff noch, ne? So ein Haltegriff. Dann die gewohnten Sachen verchromt. Wagenfarbe, Plastik. Wir machen Wagenfarbe. Und das Schöne ist, das sieht man wahrscheinlich gar nicht so richtig. Hier ist noch Volvo raufgeschrieben. Also viele, viele kleine Details. Ja, weiter. Hier vorne Lufteinlässe. Man sieht ja hier diese Wagenfarbe, also diese rote, auch hier schön abgesetzt, rot, noch ein kräftiges Rot.
Also unterschiedliche Rottöne, das hintere Gitter. Wir lassen mal das Rot. Das mittelste sieht ganz cool aus. So, an der Seite haben wir jetzt die Möglichkeit, hier noch ein Blech ranzumachen. So, jetzt ein Seitenblech. Mal schauen. Jetzt ist es weg. Ja, jetzt ist wieder da. Gut, alles klar. Das sind die üblichen Spiegel. Die passen natürlich nicht an diesen Volvo, ne? Könnte man jetzt diesen Plastikspiegel ranmachen, wenn man es möchte. Ja, hat einen guten Blickfeld, ne? Das sieht eigentlich. Also macht sie auf jeden Fall ganz gut für diejenigen, die mit dem Lenkrad fahren. Ich mache es aber weg, weil es gefällt mir einfach nicht. Dann den Grill. Ja. Kann man machen. Entweder auch so in Plexiglas, sage ich mal so, durchsichtig. Aber das ist nicht so meine Sache, ne? Oder mit Emblemen noch drauf. Das ist nicht meine Sache. Man kann sich auch noch eine Kühlerfigur drauf machen. Hier so eine Hörner, aber die sehen irgendwie so ein bisschen, ja, spielisch aus, oder? Hier halt so ein Jet oder halt ein Tiger. Für die, die es mögen. Ja, weiter. Volvo-Emblem, da habe ich ja schon gesagt, ich habe mir ja für dieses entschieden. Wirkt irgendwie annehmbarer, gefällt mir mehr. Entweder in Wagenfarbe, hier in so ein Quadratkästchen, dunkel, Rippengrill oder so. So wie es halt jeder mag, ich habe mich für die Variante entschieden. Und jetzt kann man hier noch die Lampen umgestalten. Ihr seht schon, dass das Innenleben weiß ist oder halt in Chrom gehalten oder Vollchrom. Hier mit dem Blinker. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Gehen wir mal hier runter. Ja, wer es mag. Also ich bin da jetzt langsam ein bisschen weg mit diesem Kühlergrill. Muss man nicht unbedingt haben. So, dann Standard. Ganz normal in Schwarz und Weiß. Hier sieht man jetzt nur, dass eine, dass die Spaltmaße ein bisschen anders sind. Dann mit Nebelschlussleuchten unten. Und die kann man auch noch separat noch sagen, okay, ich möchte die lackiert haben oder unlackiert oder keine drinne. Ich habe mich für die Variante entschieden. Sieht nice aus. So, hier unten. Wenn ihr natürlich einen Mod habt, der noch ein paar Lampen oder andere LEDs hat, dann könnt ihr die natürlich jetzt ja auch noch mit ran machen, ne? Aber habe ich nicht drin, weil ich euch das einfach so zeigen möchte. So, dann gehen wir mal weiter. Hier unten, dann könnt ihr Nummernschilder machen. Ihr seht, hier ist jetzt das Nummernschild nicht belegt. Das bedeutet, wenn ihr bei World of Trucks angemeldet seid, dann würdet euer Name da erscheinen. Hier kommt dann quasi ganz normal Kalifornien. Hier auch nicht hinterlegt. Da würde dann quasi wieder ein beleuchtetes Schild mit eurem Namen sein. Und jetzt habe ich einfach mal das eingeschaltet. Ja, das ist dann schön beleuchtet. Finde ich cool. Also das ist noch ein Feature, das auf jeden Fall kommen könnte, ne? Beleuchtete Nummernschilder. Ob man nun in der Front sowas braucht, ist eine andere Sache. So, hier vorne. Noch ein bisschen Emblem Volvo hier auf der Scheibe. Und die ganzen üblichen Sachen kennt man ja auch. Ich habe mich für die Sache entschieden. Manchmal ist weniger mehr. Und bei den Spiegeln Plastik, verchromt, Wagenfarbe. Macht natürlich Sinn. Das kennt man auch. Braucht man auch nichts weiter dazu sagen. Hier, um in den Nachthimmel zu gucken, entweder macht man das auch komplett, dass es zu ist. Aber was man kann auch, denke mal, gerade wenn man so sieht, hier alles so ein bisschen dunkel halten und hier diese Kante, kann man durchaus dieses Sonnendach auch in schwarz machen. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Auch hier wieder das Gleiche. Und dann gehen wir mal langsam nach hinten. Für alle, die es halt mögen, können ja hier noch so ein Anbauteil ranmachen. Na, hier will es zum Beispiel nicht, dann würde es hier oben nicht passen. Ah, könnte auch hier zu so machen, aber ich habe mich auch jetzt für die Windabweiser im Weiß entschieden. Na,
So. Hier auch noch Beleuchtung braucht man aber nicht, ne? Also es macht das jetzt mal weg hier, weil wir können noch ein paar Tuten ran machen. Endtöppe. Ich habe das genommen. Für alle, die es noch mehr Dampf machen wollen, können auf jeden Fall die Dreier-Duo-Töpfe nehmen. Aber das ist dann nichts für mich. Das ist dann wieder schon ein bisschen zu viel. So. Ja, wie gewohnt, hier viele unterschiedliche Sorten. Aber ich dachte, das passt ganz gut. Auch hier, ja, um den Hänger aufzunehmen. Entweder in Schwarz, Weiß oder Chrom. Also hier unten mit der Farbe vom LKW macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil die würde wahrscheinlich ganz schnell ab sein. Hier oben diese Kante kann man auch noch ändern. Auch in Wagenfarbe. Hier noch ein paar Zierleisten ran. Ja, man muss manchmal ein bisschen so hin und her switchen, weil zu viele Punkte sind und die können dann ja nicht immer gleich angezeigt werden. Und hier auch nochmal obligatorisch Nummernschild beleuchtet. Ja. Volvo. Hier ein paar Mädels oben. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Route 66. Ja. Hier auch noch ein paar, aber wie gesagt, ich habe ja keine Mod drin, der hier noch zusätzliche Leuchten und Lampen irgendwo darstellen. Aber so sieht er erstmal schon mal richtig nice aus. Wir gucken mal hier hinten in der Kabine. Schön, schön. Ich konnte aber auch irgendwo noch was anderes einschalten. Mal schauen wir mal. Das nicht. Zwar gab es auch noch die Möglichkeit, eine Gardine ranzuhängen. Aber zeigte mir jetzt eben nicht an. So, aber wir gucken mal. Ist ein ziemlich stolzer Preis, was wir jetzt haben für den LKW, so wie wir ihn jetzt ausgebaut haben. Ja, mit 242.000, Dollar sind wir auf jeden Fall gut dabei. Aber wir werden jetzt schnell mal mit unseren noch eine kleine Tour machen. Also nicht eine Tour. Wir fahren einfach, dass ihr was seht von dem LKW. Da ist er. Da ist Maximus. Vorne auch Maximus. Und hier ist Volvo. Wir fahren jetzt in die Innenstadt nochmal. Hier ist die Polizei. Wir sollten mal ein bisschen vorsichtig fahren. Nicht, dass es Ärger gibt. Ich werde mit denen auch eine kleine Tour heute noch machen, dass ihr noch was seht. Ja, Volvo. Ich denke mal, Volvo passt ganz gut zu Amerika. Oh! Unfall kann man damit auch bauen. Also der perfekte LKW für Maximus. Das läuft ja. Oh. Schön, schön. Schöner Truck. Auch die Farbe passt ganz gut. Und jetzt rüber. Und jetzt gucken wir mal. Hier steht die Polizei im Stau. Und genießen einfach mal. Das Meer, es riecht schön und Alcatraz im Hintergrund. Geht aber auch ordentlich ab, muss ich sagen. Und dann werden wir den LKW dort vorne abstellen bei Tesla. Und dann ist alles super. Oh, der muss aber ganz schön bremsen. Ey. Ja, ich freue mich mit denen auf jeden Fall. Noch ein paar Touren zu machen. Ich wollte ja eigentlich den Peterbit 389 ein bisschen mehr zeigen, aber das Problem ist, dass mit diversen anderen Mods der noch leichte Probleme hat.
Und deswegen ich gesagt habe, nee, ich nehme jetzt einfach den Volvo und zeige ihn den einfach mal. Und mit dem werden wir jetzt die nächsten, ja, oder der nächsten Zeit ein bisschen unterwegs sein. Und hier ist irgendwo wieder Einsatz. So, ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall den Link zum LKW. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.